Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird der Zufallsgenerator uns mal wieder begleiten, denn wir werden heute ein Pferd umstylen bzw. ihm halt Ausrüstung draufpacken und es halt so ankleiden plus den Reiter, wie es hoffentlich richtig schön aussieht. Und ich habe mir dazu einfach random ein paar Pferde, ein paar ältere Modelle und auch ein paar der ganz neuen zusammengesucht aus meinem Stall. Und das ist einmal diese Reihe hier und diese. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pferde haben wir da. Und einen von denen werden wir jetzt mit dem Zufallsgenerator auswählen. Und dann geht es an dieses Pferd und wir werden ein Outfit kreieren. Aber nicht nur das, sondern wir suchen uns dann auch noch eine Farbe mit dem Zufallsgenerator aus. Das heißt, der Zufallsgenerator entscheidet dann, ob wir ein grünes Outfit oder ein rotes oder was auch immer wählen. Let's go, meine Lieben, ab zum Zufallsgenerator. Ihr wisst ja schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind mal wieder auf unserer altbekannten Seite, die wir eigentlich jedes Mal benutzen, weil die ist sehr, sehr praktisch. Dort werden wir jetzt einfach mal die Zahlen reinsetzen. 7, 8, 9. Und eine von denen wird jetzt gezogen. Okay, okay, okay. Zufällige Reihenfolge. Ja, jetzt geht's schon los. Teilmenge auswählen. Okay, Leute, ich bin gespannt, welches Pferd es wird. 7! Oh mein Gott, ich habe gerade gar keine Ahnung, was die 7 ist. Wir gehen jetzt zurück in Star Stable und zählen bis 7 und dann gucken wir, welches Pferd es war. Ich bin so gespannt. Willkommen zurück in SSO. Hier zählen wir runter oder hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, es ist Baby Girl. Oh mein Gott, ich bin sie so lange nicht mehr geritten. Aber ich freue mich gerade voll, dass es sie ist. Oh, das war das Beste, was passieren konnte. Oh mein Gott, ich liebe Baby Girl. Ich weiß nicht warum. Aber ich meine, der Trab wurde ein bisschen komisch gemacht. Also, wo gehen die Beine hin? Also, okay. Ich denke, es ist ein anderes Thema. Jetzt verstehe ich die Leute, die sagen, der Trab ist echt komisch. Also, die schlackern da halt irgendwo die Beine. Naja, das tut ja jetzt auch nichts zur Sache. Wir überlegen uns jetzt eine Farbe. Ich habe eigentlich so gut wie jede Farbe von Schabracken im Schrank. Es hat sich so über die Jahre angesammelt. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Grundfarben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila einfach. Und bei Rot weichen wir dann halt ab in helles Rot oder dunkles Rot. Und zu Lila würde ich sagen, hinter Lila machen wir noch Pink, genau. Und Schwarz und Weiß tun wir noch dazu. Und dann benutzen wir das oder hangeln uns so ein bisschen in dieser Farbe entlang. Wieder zum Zufallsgenerator und dann geht's auch schon los mit dem Umstyling, Outfit oder wie auch immer ich das dann nennen will. Die Idee kommt übrigens von einer ganz lieben Zuschauerin. Und dann habe ich die Idee gelesen und dachte mir, da habe ich voll Bock drauf. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe alles schon eingegeben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila, Rosa, Schwarz, Weiß und Grau. Das ist mir noch eingefallen. Ich hoffe, ich habe alle Grundfarben reingepackt, so damit man sich da gut heranhangeln kann. Und meine Meerschweinchen machen schon wieder die besten Geräusche. Immer, wenn ich Videos mache. Ganz ehrlich. Okay, ich würde sagen, könnt ihr aufhören, bitte? Ach, ganz schlimm. Männliche Meerschweinchen. Teilmenge auswählen. Okay, Leute. 1, 2, 3. Grau. Oh mein Gott, grau? Okay, grau. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber okay. Der Zufallsgenerator hat entschieden, wir wählen grau. Jetzt sind wir wieder zurück in SSO und beginnen hier jetzt mal mit einem grauen Outfit. Ich habe da schon eine Idee gehabt und zwar stehe ich jetzt auf der Seite. Diese Hose finde ich richtig, richtig cool. Ich feiere die total, die will ich auf jeden Fall mit dazu nehmen. Schuhe. Also klar kann nicht jedes Kleidungsstück grau sein, das ist irgendwie nicht so reell. Aber wir versuchen uns da wirklich ziemlich dran zu halten. Schuhe würde ich mal noch kurz weglassen. Ich hätte gern so ein schönes graues Oberteil, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, welches ich nehmen soll. Gott, ich habe gar nicht so viel graue Sachen. Das ist gar nicht so richtig grau. Und das können wir schlecht anziehen, denke ich. Schwierige Sache. Das, was ich am Anfang des Videos anhatte, will ich aber auch nicht nochmal anziehen hier, diesen Starshine-Pulli. Obwohl ich den echt schön finde, muss man sagen.
Oh mein Gott, ich habe so wenig graue Sachen. Ich sollte mehr graue Sachen kaufen. Es ist schwierig. Ansonsten wird das noch eine Option, aber ich weiß nicht, das ist so ein bisschen alt gemacht, habe ich so das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, ja, es ist mein letzter Ausweg, sagen wir so. Und von den Tops oder sowas sieht es auch gar nicht so gut aus. Hä, ich dachte, ich habe richtig viele Klamotten eigentlich. Ich hätte so richtig viele bunte Sachen, aber ja. Ich denke, dass ich diese Totenkopf-Oberteil-Dingsbums da nehme, weil ich finde, da ist viel Grau dabei und das ist, finde ich, noch so ein bisschen, ja, ich meine, den Rest. Keine Ahnung. Okay. Stattdessen Helme-mäßig sieht auch nicht so prickelnd aus mit Grau, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da finde ich eigentlich diese Kappe, die ich gerade gefunden habe, ganz schön. Die sieht noch besser aus. Okay. Jetzt muss es aber wirklich weitergehen mit richtig grauen Sachen. Wie sieht es denn aus mit den Satteldecken? Da bin ich mal gespannt, was ich da für graue Sachen habe. Hier. Okay, es sieht wirklich nicht gut aus mit grauen Sachen. Oh mein Gott. Aber ich habe da schon so eine Idee. Und zwar da drüben mein Pferdchen hat eine richtig gute graue Schabracke an und die hätte ich jetzt gerne für mein Babygirl hier. Dankeschön, die klauen wir dir jetzt einmal. Tut mir leid, aber so ist es jetzt. Jetzt haben wir die Schabracke leider geklaut von unserem hübschen Pferdchen. Vielleicht holen wir auch noch ein graues Oberteil, weil irgendwie finde ich es das traurig, dass ich so wenig graue Oberteile habe. Von den Satteln her, Satteln, von den Sätteln natürlich. Bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Wobei, wir haben schon Schleifchen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ziehen wir die erstmal an. Graue Schleifchen sind immer gut. Der Sattel geht auch so ein bisschen ins Graue. Trensen in Grau, das könnte schwierig werden. Da weiß ich echt nicht, was ich habe. Ich habe überhaupt null Überblick, was Trensen betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir finden irgendwas Passendes. Hier ist auch nichts. Vielleicht gehen wir das mal durch. Das sieht so ein bisschen gräulich aus. Nee, grün? Okay, ich glaube, ich bin farbenblind. Schneeflockenzaumzeug. Naja, also ist das jetzt. Ich glaube, da finden wir nichts so richtig Graues. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz okay dazu. Wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt noch ein graues Oberteil. Kleidung, grau und da gucken wir mal, was wir noch finden. Vielleicht gibt es ja ein richtig, richtig schönes. Okay, es sieht noch nicht so gut aus. Ich finde, es gibt so wenig graue Sachen in SSO, muss ich jetzt mal hier anmerken. Das ist eher schwarz statt grau. Oh mein Gott, ist das alles? Star Stable, ihr habt viel zu wenig graue Sachen, muss ich jetzt einfach mal sagen. Oh mein Gott. Krass. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es so wenig graue Sachen gibt. Ich dachte, es gibt richtig viele. Okay, krass. Okay. Na gut, also ich finde eigentlich, dass das hier in Kombination ganz gut aussieht. Und das ist so grau-schwarz oder es ist so ein Schwarz-Grau auch. Deshalb finde ich das relativ passend und eigentlich auch angenehm so zu tragen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht die Person, die graue Sachen trägt. Deshalb ist es für mich ein bisschen ungewohnt. Aber prinzipiell sind wir schon fast fertig. Wir gucken jetzt noch zu den Schuhen. Das ist ja ganz wichtig. Schuhe haben wir bis jetzt noch gar nicht ausgewählt. Entweder wir nehmen weiße oder wir nehmen. Es muss doch irgendwelche leicht gräulichen geben. Ich glaube es nicht hier. Ich habe echt so wenig Schuhe. Oh Mann! Es ist mal wieder ein Shopping-Spree angesagt. Dann nehmen wir die erstklassigen Reitstiefel. Ne, die sehen auch blöd aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Schicke Westernstiefel? Sind das Westernstiefel? Anscheinend schon. Sind hier welche grau? Na, eher weniger.
Okay, wisst ihr was? Dann nehmen wir einfach diese Schuhe hier. Dann nehmen wir meine schönen, normalen, schwarzen Reitstiefel. Und zum guten Abschluss sollten wir vielleicht noch dort unten... Oh, ist das ein Dressursattel? Nee, Springsattel, schade. Da unten, ne? Das Pferd Dekoration finden. Aha, da gibt's auch genau welche, die uns passen. Tschüss, 90 Starcoins. Tschüss, okay. Es tut ein bisschen weh. Aber ich komme drüber hinweg. Ich würde auch gerne nach einer richtig schönen Satteldecke noch gucken, die besser aussieht noch. Aber wie ich es mir dachte, gibt es echt wenig schöne graue Sachen. Und ich plädiere halt SSO, schönere graue Schabracken zu kaufen. Zu kreieren. Wobei die Decke sieht gar nicht... Nee, wir lassen die. Okay. Okay, Leute. Ab mit den Gamaschen hier. Und unser Outfit ist tatsächlich completed. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön. Ich wäre selber nicht unbedingt darauf gekommen, weil ich, wie gesagt, halt sehr wenig Grau trage. Ihr kennt mich, ich trage lieber Orange, Rot, peppige Farben, irgendwas, was auffällt. Deshalb trage ich sehr wenig Grau, Schwarz oder sowas. Meine Meerschweinchen. Hallo! Könnt ihr bitte leise sein? Ist echt schlimm zurzeit. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass ich dieses Outfit jetzt mal ausprobieren konnte, weil ich, wie gesagt, gar nicht so dieser unauffällige Starship-Spieler bin. Wir machen jetzt erstmal ein Bild, damit wir es bei Helligkeit noch sehen. Ich glaube, es ist auch sehr interessant. Oh Gott, die Beine sehen auf jeden Fall sehr interessant aus von diesem Pferd. Sehr schade, ich bin es immer sehr gern geritten. Ja, Leute, also, hier sieht man einmal die Gamaschen, die ich eigentlich recht schön finde. Die Schleifchen, das Oberteil gefällt mir auch. Ich denke, ich würde es genauso tragen. Der Sattel, finde ich, ist ein bisschen too much, aber wir wollten uns ja ans Graue halten. Da würde ich einen schwarzen Sattel eher nehmen. Und ansonsten finde ich es ziemlich schön sogar. Ich will es gerne mal mit einem schwarzen Sattel ausprobieren. Aber ich habe keinen dabei, toll. Das ist schade. Wir können uns im Global Shop das Ganze mit einem schwarzen Sattel angucken. Guck mal, mit einem schwarzen Sattel sähe das Ganze echt cool aus. Also muss man echt sagen. Dann könnte ich das Outfit mir auch wirklich so, wie es jetzt aussieht, vorstellen. Also sieht ziemlich cool aus sonst, ja. Okay, ich denke, das war's dann auch von diesem Video. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Bilder machen, beziehungsweise ich, die ich euch dann einblende. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat mir persönlich extrem Spaß gemacht. Ich will das auf jeden Fall nochmal machen. So, damit ich für die verschiedenen Pferde mal ganz andere Outfits ausprobieren kann, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre, wie in diesem Fall. Grau ist ja normalerweise gar nicht mein Fall. Aber ich bin offen für Neues und von daher geht's jetzt an die Bilder-Session. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hoffentlich.